Das beliebte Familienfest findet in der Kellerei und im Stadtmuseum statt. Besuchen Sie den Ostereiermarkt am Samstag und Sonntag, den 10. und 11. März. Mein Name ist Stefan Mertins. Für den Gewerbeverein Michelstadt lade ich Sie ganz herzlich ein zum Ostereiermarkt nach Michelstadt am Wochenende, dem 10. und 11. März. Für den Gewerbeverein laden wir Sie auch ein in die Innenstadt nach Michelstadt. Wir haben dort am 11. März, den Sonntag, den 11. März, verkaufsoffen für Sie. Und wir haben uns hierzu eine Stadtrallye einfallen lassen, um die Aktion zu unterstützen. Und ich finde ja, dass diese Stadtrallye sehr lustig ausgefallen ist. Hallo, ich bin die Sandra Schwarz und betreibe mit meiner Schwester Jessica das Café Die Träumerei hier in Michelstadt. Am Sonntag zum Ostereiermarkt gibt es bei uns frische, duftige Waffeln am Stiel. Wir freuen uns auf euch. Am Ostereiermarkt haben wir als Aktion das bunte Osterflechten. Das Team von der Buchhandlung Schindelhauer in Michelstadt in der Bahnhofstraße hat für Sie schon einige Novitäten des Frühjahrs bereits gelesen. Wir sind gerüstet, vorbereitet, freuen uns, die Novitäten vorstellen zu dürfen. Es ist einiges fürs Herz dabei, wunderschöne Sachbücher. Wer uns besuchen möchte an diesem Tag, darf sich über ein Osterei freuen, das wir an diesem Tag ausgeben. Mein Name ist Ulrike Rosa Blum-Schmal und in der Stadtrallye wird es bei mir gehen um das Teufelszeugs. Das Teufelszeugs, was ist das und wofür kann man es gebrauchen? Ja, hallo, also ich bin die Petra, ich bin die Lilly, die Tochter dazu und wir sind bei der Firma Schmugger in Michelstadt, hier am schönen Marktplatz. Und freuen uns auf Ihren Besuch am Ostereiermarkt zum verkaufsoffenen Sonntag bei uns hier im Geschäft. Am verkaufsoffenen Sonntag wollen wir erstmals unsere Botschaft mit Geschmack vorstellen, unsere Cakebox. Gibt auch Kleinigkeiten zum Probieren. Und haben noch Osternester gepackt mit kleinen Überraschungen drin und Likör. Und hier in unserer kulinarischen Ecke finden Sie des Rätsels Lösung. Hallo zusammen, mein Name ist Christiane Adler, ich bin Geschäftsleiterin bei Henschel in Michelstadt. Wir führen auf 3 Etagen Markenmode für Damen und Herren von Kopf bis Fuß. Liebe Damen, Sie kennen alle das Problem, dass der Inhalt unserer Handtaschen gefüllte Tonnen wiegt. Das muss man dann schon bei der Wahl der Handtasche etwas kompensieren. Die Lösung kommt, wie so oft in der Modewelt, aus Italien und heißt Save My Bag. Die Tasche ist aus wasserfestem Neopren, bei 30 Grad waschbar, in 40 Farben erhältlich und wiegt... Ups, jetzt hätte ich es fast verraten. Das ist die Preisfrage. Wie viel wiegt die leichteste Tasche in unserem Sortiment? Was gibt's auf der Osterausstellung in Michelstadt? Die leckersten Pralinen der Welt? Zum Knabbern zwischendurch ein Hefehasen, richtig lecker. Und natürlich als besonderes Highlight werde ich persönlich Zucker modellieren. Blasen wie ein Glasbläser und das ist was richtig Besonderes.